Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Mittwoch, der 17. Februar. Mein Name ist Carlos Martins. Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. Achten jetzt auf dem rechten Bildschirm und sehen, dass wir den DAX bei 14.056 haben, also in einer Zone, wo wir nichts machen aktuell. Wir haben die 14.100 als Big Number und die 14.000er Marke dort unten stehen. Ich mache diesen Chart mal größer und sehen gestern Abend, ja, im frühen Abendstunden, das ist die Range hier von gestern Abend. Ich ziehe das mal länger. Das sind insgesamt 29 Punkte, 30 Punkte. Das ist nichts. Also wollen wir mal schauen, dass wir heute ein bisschen Bewegung da reinkriegen. Gestriger Tag insgesamt die Range 94 Punkte, also weit unter dem Durchschnitt aktuell der letzten Woche. Kann natürlich sein, dass der Markt jetzt mal ein bisschen Pause macht. Das passiert immer wieder. Also 100 Punkte ist nicht so schlecht. Ja, aber wir sehen es hier. Wir haben gestern die 10er Box getradet. Wir haben eine 17er, hätten wir schön traden können. Und dann sind die Boxen auch wieder größer geworden. Und wir beobachten jetzt heute Morgen mal, wie die Märkte dann gleich auch reinkommen. Aktuell platziere ich mal die Box auf die 14.000er Marke. Ja, ob das passiert, weiß ich nicht. Wechseln gleich mal in die Wohler-Boxen rein. Das sind die grünen Boxen. Und da sehen wir auch gestern, ja, gab es einige Trades 1, 2 raus. Hier hat er ein bisschen gedümpelt, dann da raus. Wer nicht auf angepasst gedrückt hat, wer auf angepasst gedrückt hat, der hat ein bisschen geschwitzt hier. Ja, aber irgendwann kam der Ausbruch nach unten hin. Ja, also ich denke mir, und in der Abendstunde hier um 20 Uhr, 21 Uhr treten wir sowieso nicht. Insofern solltet ihr alle die Trades gut nach Hause gebracht haben. Wenn nicht, gucken wir mal, dass wir heute die Hedge-Auflösung hier gemeinsam traden. Und das bedeutet, Wohler Box. Wo kommen wir rein? Im DAX aktuell bei 14.030. Das würde bedeuten, als, ja, kann man hier mal eingeben, 14.30, 3, 0, 15. So. Da unten, da wird sie sein. Das wird die erste Wohler-Box sein. Also wer die nicht hat, kann sie die gerne in den Chart einzeichnen. 14.31, vorläufiges Ergebnis, oder kann sich immer noch ein bisschen verschieben, aber da kann man sich schon mal seelisch drauf vorbereiten. Und jetzt gehen wir dann auch direkt in die etwas größeren Zeitebenen gleich rein. So, wo haben wir dich denn? Das ist Blue Box. Den haben wir hier. So, ich starte heute mal mit Bitcoin. Warum? Weil wir sind dort im All-Time-High. 51.000 war schon das High, glaube ich, hier oben. Wir sind bei 50.782. Und ich höre gerade MTX. Wir haben einen Trade. Eventuell. Okay, den werden wir natürlich gleich traden. Sell, Set 4, Differenz 5, 2, 0, 36 Sekunden, MTX 1%. Wenn es so bleiben sollte, Body Factor sieht nicht so gut aus. Jetzt sieht das wieder gut aus. Wir switchen einmal auf Kenji und Sen. Sieht auch gut aus. So, 50. 15 Sekunden. Null neun.
So, es ist grau. Hier haben wir ein Setup und ausführen, confirm. Herr Carlos? Ja, wir haben hier das Short Setup bei Qin Jun Sen und wir können beides ja traden. Entweder Qin Jun Sen oder MTX. Doppeldecker ist hier nicht. Das heißt, beide Signale gleichzeitig, sondern ist jetzt hier nur MTX. Sind wir also Short im DAX? Gehen mal Richtung 30 rein. So, räumen jetzt parallel meinen Chart auf. Also Bitcoin als ersten 50.680. Als zweiten Mark habe ich heute mitgebracht einen Wahnsinnschart, der ist an uns so ein wenig vorbeigegangen, ist der Nikkei. Vorlage, ich mache mal auf Tagesstrategie Pro, gehe mal auf Weekly und sehe hier den Chart im Nikkei 30.372. Wow. Wenn wir uns jetzt mal diesen Chart anschauen, auf Wochenbasis, und ich jetzt mal den DAX in irgendeiner Form hier mal reinhole. Das ist der Roller-Chart. Das ist unser Dings-Chart. Hier. Den nehmen wir nochmal hier. So, DAX, auch hier Vorlage, Tagesstrategie Pro, auch auf den Weekly Chart. Dann sehen wir, dass das vom Hoch hier, dass der Markt hier kräftig zugelegt hat. Ich glaube, im letzten Jahr hat der Nikkei 30% zugelegt. Ja, Nikkei, ja, kann man genauso handeln auf Weekly-Basis, auf Daily-Basis. Ja, hier das Signal auf Tagesbasis am 11.3. also November. Und wir sehen, die Rakete gab zwar hier noch ein Gegensignal, ja, aber wow. Nikkei heute mal hier rein. Wir bleiben mal auf diesen Charts und gehen dann von oben runter. Wir haben ja gesehen, Bitcoin 51, das heißt die junge Generation, die sagen, nächster Opa, kein Gold, ich nehme Bitcoin als Sicherung. Schauen wir uns Gold an. Gold bei 1789. Ja, also 1788, das ist der Tageschart. Wochenchart sieht so aus. Wir befinden uns hier am 50-Tages-Wochen- oder 50-Wochen-Durchschnitt. Wir sehen hier Unterstützung, würde ich hier mal identifizieren bei 1, bei 1765. Danach ist die Bahn frei. Wohin könnte Gold dann fallen? Da können wir einmal unsere Fibonacci-Zahlen dazu nehmen. Und dann sehen wir auch hier die Marken. Tief, hoch, 38 wäre 1726. 50 wäre 1,6 und der Bauchnabel für einen Trendwechsel wäre bei 1510 US-Dollar in Gold. Also da ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier einfach mal Luft holen im Gold mit einer zähen Seitwärtsbewegung. Nochmal den Chart im Vergleich. Bitcoin sieht so aus. Gold sieht etwas anders aus. Wie sieht Silber aus? Silber kommt auch wieder runter. Ja, und jetzt gehen wir in die nächsten Markt rein. So, Nasdaq. Der Nasdaq-Chart sieht genauso aus wie der mit dem japanischen Index. Und Öl bei 60. Auch da sehen wir absoluter Long Trade. Von hier oben sehen wir sind durch 61. Das ist der letzte Break gewesen im Öl. Hier. Das lag bei 43,59. Ist das 61er Retracement, Bauchnabel 78 durch und wir sind bei 65, haben wir dann wieder
das Hoch erreicht vom Januar letzten Jahres, also vor Corona. Also hier reinste Spekulation auch, dass alles wieder gut wird, die Konjunktur anspringt, Ölpreis steigt. Wo könnte das Ganze hinlaufen? Da machen wir jetzt mal das genau andersrum. Wir ziehen das mal so lang und so ran. Wenn dieser Break bei 65, 66 passiert, ist die nächste Zielmarke tatsächlich oben, the sky, ja, bei 82. Das wäre nämlich 127,8 Retracement. Das würde so ein bisschen auch den Kurs hier in dem Hoch, wo wir schon mal fast waren, im September 2018 war bei 77. Also da ist noch Luft da. Das ist jetzt aber in Form leichte Kaffeesatzleserei hier. Trotzdem, 65 wird jetzt erstmal angesteuert in Öl. Ob direkt, das weiß ich natürlich auch nicht, aber so sieht es aktuell aus. Okay, perfekt. Und jetzt gehen wir dann wieder rein in unsere normalen Charts. Wir haben ein Big Number Trade jetzt erstmal platziert bei 14.000 und die Vola-Box kommen bei 30 rein, wie wir vorhin schon gesehen haben. Also bin gespannt, wie sich der Kurs da entwickelt. 9 Uhr, die Vola-Box bei 30 aktuell und bisschen verspätet die Glocke, aber besser verspätet als nie. 14.030 gehen wir long oder 14.015 gehen wir short. Das wäre dann die erste Box. Wir sind short im DAX Kijun Sen. Dieser Trade lag bis jetzt mit 21 Punkte vorne. Helge, guten Morgen. Wie sieht es aus bei Christoph? Hast du was gemacht schon? Christoph ist schon long. Uhr für unser Videotagebuch. Was wird die erste Box sein? Was wird die erste Box sein hier? Ich mache das mal größer. 14.030 gehen wir long. 14.015 geben wir short. Und die Pending Box jetzt in der grünen Box ist platziert. 14.030 long oder 14.015 short. Mal schauen, ob wir weiter nach unten durchlaufen in Richtung 14.000. Durchaus denkbar. Oder doch nach oben raus. So, long für die Damen und Herren, die Hedge-Auflösungstrade machen. Trade Nummer 1 ist jetzt long. 15 Punkte braucht man, um den Trade nach Hause zu bringen. Die Gegenorder liegt jetzt bereit bei 14.015. Ab dem zweiten Trade gehen wir auf angepasst. Die nächste Vola-Box ist bei 68, das wäre dann auch eine schöne Zielmarke, wo wir hinlaufen können. Zweiter Trade aktiv, angepasst. Und gehen jetzt mal runter. Und dann schauen wir mal, ob wir the big number hier nach unten verlassen. Big Number Trade ist auch aktiv. So, unser erster Trade. Unser Tagesziel ist erreicht und wir schließen jetzt auch den Volabox Trade, Kijun Sen Trade, Volabox Trade, beides in Gewinn gelaufen. Ich verabschiede mich jetzt bei den YouTubern. Ja, wir hören und sehen uns morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Und wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und platzieren hier wieder unsere nächste Volabox. Und
für die YouTuber dann, wenn ihr Lust habt, morgen dann wieder in diesem, auf diesem Platz hier.